Also Sportsfreunde, heute mal im Interview-Style, ja, was ganz Neues. Ich habe hier den Alex an meiner Seite. Alex wird sich gleich nochmal kurz vorstellen, wer meinen Blog verfolgt, und ich hoffe, das tut ihr alle, Jungs und Mädels. Ich kann das verfolgen in den Statics. Der ist wahrscheinlich schon auf dem Laufenden, dass Alex ja so ein kleines, was heißt kleines, ein ziemlich großes Projekt dieses Jahr gestartet hat und durchziehen will. Und ich bin echt mal gespannt. Wir werden das verfolgen die nächsten Monate. Alex, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du vorhast. Ja, moin, moin. Ja, ich hoffe, viele von euch haben schon mal reingelesen und haben das gelesen, worüber ich so geschrieben habe die letzten Wochen. Alex sieht rot, so heißt das Ganze. Das bietet ja gar nicht mehr so viel Interpretationsspielraum. Also ich werde bei der Challenge rot am Start sein, werde da meine allererste Langdistanz machen, bin ein bisschen nervös, gebe ich Klar. zu. Also die Nervosität steigt auch von Woche zu Woche. Gerade jetzt. Wie viele Tage noch jetzt? Neulich hat es mich erwischt bei Facebook, da habe ich es gesehen. Rot noch 100 Tage bis zum Start, das Okay. liegt jetzt ungefähr eine Woche 100. zurück. Okay. Sind jetzt ziemlich genau 3 Monate noch. Jetzt war ich eine Woche gerade krank, man hört es vielleicht noch so ein bisschen. Das tut jetzt für das Nervenkostüm nicht unbedingt gut. Ja, wir haben ja geblockt über dünne Nervenkostüme. Genau, Auch also hier. da bin ich gerade am Kämpfen. Freue mich aber, also die Vorfreude ist größer als die Nervosität, das kann ich sagen. Und ja, habe schon ein paar Blogs geschrieben, ein paar kommen noch. Und ja, würde mich freuen, von euch mal zu hören, wie es euch gefällt, ob ihr überhaupt gelesen habt. Wenn nicht, ist jetzt die Chance, auf den Blog von Sören nochmal zu gehen, nachzulesen, was bislang passiert ist. Genau, so viel von mir. Jo. Ja, nice, nice, nice. Und also es sind jetzt noch weniger als 100 Tage. Wie sieht dein Plan jetzt für Rot aus? Du bist ja jetzt hier, wir sind jetzt hier gerade im schönen Mallorca. Bestes Wetter. Sorry, Jungs, Mädels, dass wir das einfach so raushauen. Du bist jetzt wie lange hier und wie viel Trainingslager hast du jetzt geplant für Rot? Also ich bin jetzt seit 1,5 Wochen hier, bin im Camp von Manu Sports, also Manuela Dürkes. Die Hamburger kennen sie und auch die Triathlon-Leser werden sie kennen. Bin ich als Radguide hier vor Ort, war jetzt wie gesagt eine Woche krank und konnte nicht so viel guiden, wie ich das eigentlich geplant hatte. Hab aber das große Glück, dass ich danach noch 12 Tage so dranhängen konnte. Und das ist ab Sonntag, von daher bin ich knapp 4 Wochen hier und versuche hier ordentlich Kilometer zu sammeln. Okay, also schon Schwerpunkt Radtrainingslager, kann man so klassisch sagen. Ja, wobei es nicht so schwerpunktmäßig ist, wie bei den meisten wahrscheinlich, dadurch, dass ich schon auf Lanzarote war für einen Monat und da auch nicht so richtig viel laufen konnte, da habe ich schon ordentlich auf dem Rad gearbeitet. Von daher wären jetzt die 12 Tage so einen bunten Mix aus allem. Natürlich schon mehr Rad, als man das zu dem Zeitpunkt jetzt in Deutschland tun könnte. In Hamburg hat es jetzt über Nacht wieder geschneit zum Beispiel, da wäre jetzt nicht so viel möglich. Aber ich werde auch schon ordentlich laufen und hier 25 Meter Outdoor-Pool unter freiem Himmel schwimmen, macht Ja, natürlich auch Laune. das sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen, Freunde. Und also, ja, klar, Alex sieht rot, haben wir ja so ein bisschen getitelt in dem Blog, oder Rockenrot, weil ja auch einer vorgeschlagen hat, fand ich auch sehr nice, das Wortspiel. Was ist denn, also klar, rot irgendwie muss man auch mal gemacht haben, wahrscheinlich so ein bisschen wie Frankfurt oder Hawaii, dieser Mythos. Was ist dein Warum dabei? Wie bist du darauf gekommen? So, Sportsfreunde, es geht weiter. Also, wir mussten eine kleine Kaffeepause einlegen. Gut, Alex, ich wollte dich gerade fragen. Challenge Rot, wie bist du darauf gekommen? Was ist dein Warum bei diesem Projekt dieses Jahr? Also ich wollte auf jeden Fall eine Langdistanz machen. Das war klar, auch weil ich in diesem Jahr noch jobbedingt so viel Freiheiten habe, dass ich viel trainieren kann. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn dann erstmal ein Fulltime-Job da ist, mir dieses Langdistanztraining, ob ich mir das dann noch so antun möchte. Klingt jetzt negativ, aber genau. Und dann hatte ich immer überlegt, Ironman Frankfurt, Ironman Hamburg ist ja jetzt auch neu. Auch noch als Heimkurs quasi oder Challenge Rot. Und für mich war es einfach so, dass ich Freunde auch in Rot habe und die erzählen mir seit 10, 15 Jahren, die haben da diesen Triathlon in der Stadt, den lebt die komplette Stadt. Und da wusste ich noch gar nicht, was Triathlon ist, geschweige denn, was Langdistanz ist. Und da haben die mir immer schon von diesem Triathlon erzählt. Ich wusste gar nicht, was das für Ausmaße überhaupt hat. Das ist mir dann erst bewusst geworden, als ich in den Sport gegangen bin.
Von daher war das immer so die Auswahl und ich wollte mir bewusst nicht den Druck machen, einen Ironman zu machen und dann ja schon irgendwie diese Hawaii-Quali auch im Hinterkopf zu haben, weil ich glaube, man tut sich keinen Gefallen damit, das erste Mal eine Langdistanz zu machen und dann direkt zu hoffen, sich in so einer AK, wie ich jetzt bin, sich zu qualifizieren. Da muss schon vieles richtig laufen und dann ist, glaube ich, Challenge Route vom Gesamtpaket her, von den Erzählungen, die ich kenne, das geilste Rennen. Viel, viel Tradition, viele Stimmungsnester. Solara Berg, den kennt, glaube ich, jeder Triathlet weltweit, Solara Hill. Und dieses Einlaufen ins Stadion, also das, was ich allein an Fernsehbildern gesehen habe und YouTube ist einfach Wahnsinn. Und genau, jetzt freue ich mich extrem und ich sag mal, so eine die Chance auf die Hawaii-Quali rennt nicht weg. Also dass dieses Rennen da bestehen bleibt, ist, glaube ich, relativ klar und das kann man noch mal ein andermal angehen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 27, werde 28 dieses Jahr. Okay, Baujahr, was ist das? Jetzt musst du rechnen. 90, ich helfe mal eben. 90, oh ja, da sind wir ja in der gleichen Liga quasi, spielen wir. Wir sind ja jetzt schon öfters in Sölden gewesen, beziehungsweise beim Zugspitze. Und da fahren wir immer die Autobahn lang und da sieht man immer das große Schild so, Stadtrot oder Sportstadtrot so. Und von daher dachte ich mir, ah, okay, das ist eine ganz coole Chose da, wenn man auch mal dabei sein könnte. Und jetzt werden wir das so ein bisschen mitverfolgen hier bei dem Sportsfreund. Und ich meine, du hast es gerade schon angedeutet, die Hawaii-Quali spielt natürlich immer irgendwo so ein bisschen mit, wenn man einen Ironman macht. Wie ist es jetzt bei der Challenge Rot? Du gehst ja da nicht hin, um zu sagen, Leute, ich mache hier mal, ich finish das Ding und lass mich ein bisschen bejubeln, befeiern von den Zuschauern. Du gehst da ja mit Ambition ran. So wie wir alle das machen würden, wenn wir da starten würden. Erzähl doch mal. Alles raus. Buddha bei die Fische. Ja. Buddha bei die Fische, genau so sagt er. Genau, also ich bin schon ehrgeizig und so komplett ohne Ziel kann ich nicht. Ich habe es mal durchgerechnet so von den Splits und ich sag mal, wenn alles gut läuft, könnte ich auf jeden Fall unter 9 Stunden bleiben. Und bei der Challenge Rot ist ja eh so, bei der Anmeldung, da gibt es so ein extra Häkchen für den Sub-9-Club. Da habe ich es auch einfach mal gesetzt. Klar. Ja. Wobei, muss ich jetzt sagen, das ist ein Ziel, aber es ist jetzt nicht der Maßstab, an dem ich den ganzen Erfolg festmache. Also wenn ich richtig vorbereitet an der Startlinie stehe und mache ein vernünftiges Rennen und kann hinterher sagen, ich habe alles gegeben, mehr war nicht drin und ich komme bei 10 Stunden raus, dann bin ich genauso happy. So. Also diese Zeit steht da primär nicht im Vordergrund bei diesem ganzen Projekt. Aber klar, wenn ich an der Startlinie bin, dann gebe ich schon Gas. Und wenn ich auf dem Zielteppich bin und die Uhr läuft da und sprinten würde ich wahrscheinlich auch. Ja, das ist natürlich auch mit dem Stadion so, nicht? Das ist ja eine einmalige Atmosphäre so. Also, und du sagst, du hast ja Bekannte. Starten auch welche von deinem Triathlon-Team? Also die Bekannten, die sind nicht in meinem Triathlon-Team, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass die haben zwei Kinder und die helfen beide seit Jahren. Also die eine hatte zum Beispiel mal die Räder angenommen von den Profis, fand das natürlich mega cool. Dann an den Verpflegungsstellen und so, also dieser Landkreis lebt ja dieses Rennen einfach. Und aus meinem Verein, soweit ich weiß, startet keiner in diesem Jahr. Ein paar sind aber schon gestartet, haben mir das Rennen auch wärmstens empfohlen. Aber generell aus Hamburg, so in meinem Bekanntenkreis fahren auch noch ein paar runter und starten da. Ich kenne auch ein paar Leute da aus der Ecke und ein paar werden auf jeden Fall an der Strecke sein. Das brauche ich, glaube ich, auch. Ich bin um jeden froh. Ein paar sind selber auch im Rennen. Also die Hamburger fahren, werden da hochgehalten. Ja, gut, die Crowd muss immer stimmen. So. Und jetzt ist das ja deine erste Langdistanz. Also du hast ja prinzipiell, weißt du gar nicht, worauf du dich da richtig einlässt, sage ich mal. Ich bin ja letztes Jahr den Ötztaler gefahren, das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen. Trotzdem geht es da ja um ungefähr so die gleiche Stundenanzahl. Und was bei uns da eine ganz große Rolle gespielt hat, war die Wettkampfernährung. Wie ist das jetzt bei dir? Hast du dir da schon konkrete Gedanken gemacht? Hast du dich da auf eine Taktik schon eingeschossen? Wirst du da noch was ausprobieren? Hast du da schon so eine Marschroute für dich so ein bisschen nach- oder legen können? Ja, ich habe großes Glück in der Hinsicht, in zweierlei Hinsicht. Zum einen habe ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, mit Multipower einen Sponsor, der mich ausrüstet, der einfach Produkte macht. Also ich vertrage sie und ich habe niemanden gehört, der sie bislang nicht vertragen hat. Von daher steht zumindest, was Produkte angeht, schon mal alles. Und dann habe ich noch so einen Saumagen. Ich kann eigentlich alles in mich reindrücken,
was ich möchte, werde es so machen, dass ich mich ausschließlich flüssig ernähren werde. Also Okay. mit Gels klassisch in die Radflasche rein und dann ein bisschen mit Wasser vermengen. Und Machst du die hinten rein? Machst du die oder hast du vorne so einen Tank, sag ich mal? ich habe. Nee, einen Tank habe ich nicht. Also ich habe noch ein Trinksystem vorne, Ja, so ein okay. von Profile Design ist das, glaube ich, Ach so, so ein okay. externes, was man daran bastelt. Da werde ich aber wahrscheinlich nur einen Isodrink reinmachen und diese Gelflasche werde ich dann am Rahmen haben. Das ist so eine Okay. Aero-Flasche. Und dann werde ich hinten noch eine Flasche haben, wahrscheinlich mit Elektrolyte oder nochmal Isodrink. Und das ist ja die, die dann eh immer ausgetauscht wird an den Verpflegungsstellen. Muss ich nochmal durchrechnen, ob ich mit dieser einen Flasche auskomme. Sonst tue ich vorne auch nochmal was rein. Also so im Detail habe ich es noch nicht durchgeplant, aber ich werde, was die Taktung angeht und die Mengen, das machen, was ich auch auf der Mitteldistanz gemacht habe, nur halt ein bisschen mehr als doppelt so lang. Okay. Ja, gut, letztendlich ist dann auch so ein bisschen wahrscheinlich Glückssache. Im Endeffekt greifen sie dann doch wieder alle auf Cola zurück in der letzten Rennstunde, glaube ich. Und ja, aber da bin ich ganz optimistisch. Und bislang noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, das hilft, glaube ich, auch. Ja, du hast es schon erwähnt, Mitteldistanzen hast du ja schon einige jetzt quasi intus. Gibt es da noch Vorbereitungsrennen? Wo könnte man dich da vielleicht verfolgen, wenn der eine oder andere Sportsfreund sagt, jo, den Alex, den muss ich nochmal supporten vorher so. Wo kann man dich da unterstützen? Ich werde in Hemmingen starten, das sind die Duathlon Hamburger Meisterschaften. Okay. Da war ich letztes Jahr Zweiter. Julian Fritzenschaft hat sich da leider noch reingemeldet. Julian hat mir dann den Sieg unaufholbar streitbar gemacht. Da werde ich wieder am Start sein, das ist Mitte Mai, 13. Mai, glaube ich. Okay. Und dann bin ich am letzten Maiwochenende, mache ich eine Mitteldistanz in Steinfurt. 2 Kilometer in 50 Meter Freibad schwimmen und dann 80, 20, also Okay. eine gute Mitteldistanz. Und das war es dann aber auch erstmal so an festen Rennen. Vielleicht nochmal irgendwo einen 10 Kilometer Lauf oder vielleicht nochmal ein Duathlon. Aber im Großen und Ganzen war es das. Okay, na gut, das reicht ja dann auch. Straffes Programm. Und okay, es sind jetzt nur weniger als 100 Tage. Geht's da noch einmal? Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen privilegiertes Leben, sage ich mal jetzt hier. Ist ja schon eine schöne Sache. Und geht's denn vorher nochmal in ein weiteres Trainingslager oder sagst du dann, okay, den Rest, yo, den mache ich dann irgendwie von zu Hause aus Richtung Rot? Nee, schön wär's, aber dann reicht's auch. Ich habe aber zu Hause, ich gründe ja auch mein eigenes Unternehmen gerade und mein Mitgründer hat vollstes Verständnis dafür, aber der sieht mich dann, glaube ich, auch mal wieder gerne. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, war ich jetzt ja Januar einen Monat weg, jetzt einen Monat weg oder ein bisschen länger sogar als einen Monat, dann reicht's auch irgendwann. Also Hamburg ist echt eine schöne Stadt, das Wetter ist dann hoffentlich auch wieder gut. Die Freunde sind da, die Familie ist da und ich werde vielleicht noch mal ein Wochenende nach Roth fahren, um mir das dann Okay. mal vor Ort anzugucken. Das ist dann aber auch kein klassisches Trainingslager. Also so mit Süden, Spanien wird mich los jetzt. Also mit Strecke abfahren schon oder nur so ein bisschen das Flair aufsaugen? Nee, schon dann, wenn die Strecke abfahren, das wäre dann wahrscheinlich auch Anfang Mai. Ich bin noch Okay. mit einigen Personen im Austausch, wird das gerne zusammen mit jemandem machen. Müssen das mal gucken. Also es würde mir einfach ein bisschen Sicherheit und ich glaube einfach ein gutes Gefühl geben, wenn ich schon mal auf dem Zeitfahrrad auf dem Kurs unterwegs war. Ich glaube, im Kanal darf man gar nicht schwimmen, aber vielleicht einfach das schon mal sich angeguckt zu haben, die Laufstrecke mal in verschiedenen Abstrecken irgendwie gelaufen zu sein, das wäre schon cool. Außerdem, wie gesagt, habe ich da Verwandte, dann kann man die auch noch mal sehen. Das wäre eine runde Sache, glaube ich. Okay. Kommen wir so langsam zum Abschluss. Wenn wir jetzt mal so das Kopfkino anschmeißen und du so ein bisschen visualisierst, wie man so schön sagt, wenn wir jetzt mal zum Tag X gehen, Challenge Rot, du bist quasi im Ziel und du liest jetzt auf einmal in deinem lokalen Blatt am nächsten Tag, wow, hier ist ein Artikel über dich. Wie sollte denn da oder könnte denn da die eine Schlagzeile lauten? Wie würdest du dir das wünschen vielleicht? Jetzt erwischst du mich auf dem falschen. Also wenn die Schlagzeile echt über mich gehen sollte, ich glaube nicht, dass sich da ein Magazin findet, was das macht. Na, es hat sich ein berühmtes Triathlon-Magazin auf dich eingeschossen. Das war ein Zufall. Ja? Ein Reporter ist quasi rausgegangen und er sagt, so, den interviewen wir heute mal. Und zufällig war da der Alex Siegmund.
und fragte dich quasi jetzt danach und würde so gerne jetzt diese eine Schlagzeile von dir bekommen. Und ja. Siegmund berichtet unter Freudentränen und dann in Anführungszeichen: Rot ist geil. Wäre das eine Schlagzeile? Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir halten das so fest. Mehr habe ich gerade nicht zu bieten, sorry. Sportsfreunde, ihr könnt das weiter verfolgen. Wir werden natürlich wieder fleißig, beziehungsweise Alex wird fleißig weiter bloggen. Mal gucken, ob wir uns nochmal sehen, was audio-videotechnisch da passiert. Vielleicht hauen wir auch nochmal, was heißt vielleicht, wir werden auch nochmal einen Podcast raushauen zusammen. Da mal noch so ein bisschen quatschen. Über die ein oder anderen spannenden Themen. Da gibt es, denke ich mal, noch einige Sachen, die man dann noch so ein bisschen abhandeln könnte. Ich denke, ihr kennt das. Da kann man immer so ein bisschen rumphilosophieren. Alex, willst du noch irgendwas loswerden zum Schluss an alle Sportsfreunde Unterstützung natürlich, wenn dann der 1. Juli da ist. Wer mich immer sieht, laut schreien. Und ansonsten, ja, würde mich freuen, wenn ihr die Beiträge liest, anguckt oder zuhört, gerne auch mal Feedback gebt. Und vielen Dank, dass ihr mich auf der Reise begleitet. Jo, Alex, danke für die Zeit. Sehr, sehr gerne. Und ich werde mal deine ganzen Instagram-Accounts und Facebook und wie sie alle heißen, dann mal vielleicht in das Video darunter hauen und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Machen wir so. Peace. Liebe Grüße. Läuft. Was ist dein Warum dabei? Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, ich. Scheiße. Outtake Nummer 1. Ja. Ich, 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 Stressig, hatte, ich hatte erwartet, als ich dich vorhin getroffen habe, dass du eigentlich mit Kamera unterwegs bist, aber. Hast du ein stressig. bisschen was aufgenommen oder das auch Ich nicht? hab viel, aber ich habe es noch nicht verwertet. Ich werde alles Okay. danach erst editieren. Ja, gut, also wenn du Videomaterial hast. Schon Dann, Instagram alleine ja, kostet ja schon. das habe ich gesehen. Also vieles waren ja nur Bilder. Ja. Das kostet ja schon viel Zeit so. Ja. Weißt du? Da hat man auch zu viel Stress dann so. Insta, Ja. mäßig so. Okay.